Dominik hier von www.kaffeebier.de. Ich bin am Stand von Metz und hier haben wir deren Aushängeschild in diesem Jahr. Ein super dünner Wallpaper TV. Okay, jetzt muss ich mit dieser Konstruktion mitgehen. Hier sieht man sehr dünn, so wie man es quasi auch von diesen Geräten von LG kennt. Und hier hat man, glaube ich, ich weiß gerade, was sie angegeben hatten, so 3, irgendwas Millimeter waren das, glaube ich, in der Tiefe. Wird dann mit so einer Magneten an der Wand befestigt. Dahinter ist quasi so eine Schicht, die dann auch vorher an der Wand angetragen wird, beziehungsweise so ein ganz dünnes, ja, so eine Leinwand, und da sind quasi so Magnetvorkehrungen dran. Hier unten haben wir dann so den ersten Blick mal auf die dazugehörige Basisstation. Diese beinhaltet neben einem Soundsystem, hier sehe ich zur Seite und nach vorne abstrahlende Lautsprecher. Ich glaube, ich sehe hier auch noch ein Mikrofon. Dann haben wir hier oben ein zusätzliches Panel, ich glaube auch ein OLED-Panel, das Informationen zu den wiedergegebenen Inhalten anzeigt. Hat auch so drei so, ist auch Touch responsive, hat quasi so ein Home-Button, so ein Menü-Button und Zurück-Button. Ist die Frage, da kann man quasi auch direkt das Gerät oder den Soundbar dann wahrscheinlich, oder kann den dann auch steuern. Und sehr interessantes Konzept, aber was es vielleicht ein bisschen in dem Sinne schade ist, ich kann jetzt nicht abschätzen, inwieweit Metz jetzt auch auf die Produktion Einfluss genommen hat, weil vom Design und auch von der Ausstattung her scheint es eine 1:1 Kopie des Skyworth Fernsehers zu sein. Skyworth hat Metz vor, ich glaube letztes Jahr war es, übernommen. Das Metz war quasi in finanziellen Schwierigkeiten. Und hier ist, glaube ich, so die, ja, ich sag mal, die deutsche Ingenieurskunst und so ist jetzt nicht unbedingt hier gefragt gewesen. Man hat hier quasi das Gerät mit dem JBL Soundsystem. Hier oben sieht man dieses Logo, dieses leuchtende Metz-Logo. Das gleiche Gerät gibt es quasi auch von Skyworth. Das steht dann Skyworth oben auf und fertig. Nichtsdestotrotz ein interessantes Gerät. Gibt es hier mit 65 Zoll. Ich glaube, eine 77 Zoll oder 55 Zoll Version ist hier nicht geplant. Trotzdem beeindruckend. OLED-Panel. Wir kennen die Vorteile. Absolute Schwarz. Ein unendlich Kontrast. Auch schon eine sehr gute Farbwiedergabe. Ich glaube, das ist ein Panel aus der, also aktuell 2017er Serie sein. Sieht man, glaube ich, auch an dieser noch besser verbesserten Helligkeit. Mehr Informationen auf www.kaffeebier.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt diesem Video einen Daumen nach oben.